herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Heute schauen wir uns mal Undermine an. Ein für mich neues Spiel. Ich habe nur ein Video dazu gesehen. Oh, schauen wir uns mal an, was mit dem Spiel so abgeht. Folgen wir mal der Stimme. Wie Bauer. Wie dir sicherlich aufgefallen ist, wird die Mine von schrecklichen Erdbeben heimgesucht. Ich will, dass du in die Mine gehst und den Grund dafür findest. Arcanus, der Erzmagier. Und noch eines. Unser Schmied ist verschwunden und ohne ihn kann niemand die Schmiede betätigen. Wenn wir tiefer in die Undermine hinein wollen, brauchen wir jemanden, der neue Ausrüstung schmiedet. Finde den Schmied und den Grund für die Erdbeben. Nun fort mit dir, Bauer. Nimm diesen Schlüssel und öffne damit die Mine. Versage nicht. Dankeschön. Kann ich was kaputt machen? Oh. Gucken. Ein Buch scheint zu fehlen. Das hier? Da ist jemand bei dir. Du kannst auch darin nachschlagen, wenn du Antworten auf Fragen suchst. Ich will es hier reinmachen. Ich kann meine Spitzhacke werfen. Springen. Auf R habe ich Bomben und Vogel. Der Stand eines Händlers. Ah, hier komme ich rein. Was gibt's hier noch so? Oh. Gibt dann schon ein bisschen mehr zu tun im Spiel. Oh, oh Gott, ich dachte gerade, das explodiert. Gibt's überhaupt schon irgendwas zu finden? Ja, hier ist dann der Schmied. Okay, gehen wir einfach mal rein. Und runter. Bin ich schwer. Die Goldmine. Goldmine 1. Space zum Springen. Mhm. Mit Springen weichst du feindlichen Angriffen aus. Hilfe. Oh. Ja. Pilze kann man einfach kaputt hauen. Und mit R drücke R, meine Bombe fallen zu lassen. Das Skelett für uns. Schlüssel. Ah, musste ich sogar machen. Gib mir noch eine Bombe, dann gehen wir weiter. Drücke Right Mouse, um die Waffe zu werfen. Pass auf die langen Finger. Ey. Lass das. Das meins. Das sind Diebe. Hey. Ich hab grad weggeguckt. Mein Geld. Was ist das denn für eine Bombuschka? Einzigartige Bombe. Bombe in Bombe in Bombe. Okay. Nice. Bombuschka. Viel Glück, Bauer. Ich bin kein Bauer. Ich bin meiner. Ja, Schlüssel. Hm, schauen wir uns gleich mal. Oh. Feuerspitzhacke. Aua. 15 Schaden. 18 Schaden. Oh mein Gott. Okay, hier sollen wir anscheinend ein bisschen besser aufpassen. Truhe. Oh nein. Weg. Mein Geld. Weihwasser entfernen. Oh, vielleicht erstmal gucken sollen. Geld. Weg. Weg. Der Vogel kann anscheinend nicht leveln. Dieser Kanarienvogel sammelt Gold für den Bauern auf. Berührung des Philosophen. Der Wert des Goldes, das der Kanarienvogel und der Bauer einsammeln, steigt an. Langfingergeist. Der Kanarienvogel wird schneller und kann Gold von Langfingern stehlen. Ah, okay, das kriegt er, wenn er levelt.
Jetzt gerade ist er hilfreicher Helfer. Hm. Interesting. Ich gucke erstmal nach hier oben in die verschlossene Tür. Oh. Blitz in der Flasche. Chance auf Kettenblitz bei Treffern. Oh, hört sich nice an. Was ist mit dem Weihwasser? Ist das eine Falle? Ja. Selber Schaden. Oh, der Schmied. Steigert den Schwingschaden. Nice. Oh, Hallöchen, Freund. Heiße Wayland und bin der Schmied. Wollte hier unten gerade ein paar Pilze sammeln, als der Eingang wegen des Erdbebens eingestürzt ist. Kein Ding, ich habe ein Rezept von der Apotheke dafür. Weiß ich echt zu schätzen, dass du mich hier raushaust. Schau bei meiner Schmiede vorbei, wenn du mal oben bist. Ich decke dich mit den besten Sachen ein, außerdem kann ich Blaupausen herstellen, die du findest. Vielleicht findest du sogar da drüben in der Truhe eine. Kostenlos, versteht sich. Na denn, ich sehe dich später, Kumpel. Ja. Ganz, oh, zufällig ist da eine. Die Kundenlock-Taktik. Waylands-Stiefel. Ich will eigene. Spiel ist bis jetzt sehr cool. Macht. Was ist das denn? Oh. Ach. Ein Shop. Treue pro 1200. Erhalte Gesundheit statt Schaden zu erleiden. Hä? Der brutalste Dieb mit der Axt wird zum entspannten Bad der Vitalität. Das kann nur Magie sein. Okay. Ach. Heilen. Was? Nur 20? Oh Gott. Das Spiel ist, glaube ich, echt ein bisschen schwerer, als man denkt. So, Gold mitnehmen. Schleime weghauen. Hey. Kein Geld. Weiter runter. Goldmine 3. Hm. Oh, Feuerkristall. Oh Gott. Der ist verbrannt. Und da gibt es wieder einen Shop. Was ist das denn? Popcorn. Gewürztes Popcorn. Essen verdoppelt sich manchmal. Hm? Ich würde gerne mal ein Treueprogramm mitmachen, aber ich habe kein Geld. Was ist das? Warum? Was passiert hier? Mach ich aber Bombuschka da drauf.
Ich will ja nichts mehr drauf tun, lass mich. Manu. Gib mir das zurück. Was bringt das? Muss ich hier drauf? Nee. Hä? Da kann ich auch nicht drauf springen. Ah doch. Irgendwie. Habe ich jetzt was verloren? Ich krieg nichts dafür. Toll. Ratte. Kumbuschka, go. Oh mein Gott. Ah, da unten ist noch irgendwas. Oh. Angeknackste Kugel. Pfeile, die von der getroffenen, geworfenen Hacke getroffen werden, erleiden mehr Schaden. Oh, nice. Mal schauen, wie viel mehr. Hey. Ach so. Kriegen wir einen Verteidigungsdieber. Hey. Wow, der ist direkt da drauf. Oh, hat er geklaut. Oh mein Gott. Hilfe. Nein. Oh. Was ist das denn? Irgendwas Lilanes. Oh, Fächer aus Messern. Den hätte ich gern. Oh. Ein besonderer Schlüssel für Dotzen. Bemühe dich gar nicht, das ist dicht. Ich habe mich vom Zauberer jetzt überzeugen lassen, hier runterzukommen. Was hat es mir gebracht? Wenn du mir hier raushilfst, kann ich dir auch helfen. Ich habe ein paar nützliche Fähigkeiten. Immer bin ich Bombenbauer und so. Ja, braucht man einen Schlüssel. Oh, oh. Oh. Was? Junge, ich trinke meinen Trank. Das ist nur Feinschlag. Go, go, Buschka. Juhu. Oh mein Gott. Meine Bombe haben einfach 63 gemacht. Holy shit. Ach, weiter. Ja gut. 5 Artorium. Zurück zur Zentrale. Oh nein, ich bin immer dann. Nee, doch nicht, das ist der Schmied. Ich bin jemand anders. Nein. Ich bin gestorben. Ach, shoot. Hä? Na, nur jemand Neues. Nun, wow, ich habe einige besondere Gegenstände gesammelt, die dir in der Undermine helfen könnten. Du kannst das Gold, das du findest, benutzen, um dafür zu bezahlen. Natürlich bleiben sie im Besitz der Firma. Wow. Aber keine Sorge, dein Kanarienvogel wird dafür sorgen, dass sie im Falle deines Ablebens weitergereicht werden. Oh. Sind das hier Sachen, die es immer gibt? Der Spiel Namen und Gesundheit deiner Feinde. Testen wir das mal. Was ist das? Ich bin Lila. Greg Down. Ryan. Ryan? Rian? Ashka. Gavilo. Olilei. Okay, Olilei. Tschüss. Habe ich jetzt dein Buch? Nee. Oh, ich habe nicht mal Level 2 Vogel gehabt. Oh. Oh. Oh, hey, wenn das mal nicht mein Freund ist, bist du jetzt etwas größer? Ich meine, du bist nicht mehr so bunt.
Wie dem auch sei, danke, dass du mir aus der Höhle da rausgeholfen hast. Ich habe die Schmiede aufgeräumt und ein paar neue Sachen ins Fenster gestellt. Sieh sie dir mal an, nur die beste Qualität versprochen. Wenn du was verkaufst, dann gebe ich es dir und all deinen Kumpanen. Du weißt schon, falls, naja, du weißt. Die in der Undermine. Weggehen, weg, andern. Außerdem kann ich Relikte herstellen. Denk daran, wenn du Blaupausen in den Minen findest, bringen sie mir nur. Oh ja, ich hab welche. Red mit mir. Relikte sind mächtige Gegenstände, die dir alle möglichen abgefahrenen Kräfte geben. Irgendwie hat ein paar Blaupausen für sie gezeichnet. Meistens sind es uralte mystische Sachen, aber ich kann sie trotzdem herstellen. Kinderspiel. Ja, easy. Achso, dafür brauche ich Thorium. Fessle manchmal ein Hagel aus Dolchen, wenn du wirfst. Cool. Zerbrich Stachel und im Rache. Ich habe kein Geld mehr. Und das hier hält für immer? Oder nur für einen Run dann? Steigert Fernkampfschaden. Oh. Kommt nie was raus. Na, einmal gehen wir noch runter. Toll, jetzt Fleisch, wenn ich volles Leben habe. Dankeschön für nix. Ja, renn bloß weg. Hier gibt's nix. Jo, einfach eine Falle. Steigere den Angriffsschaden und Geschwindigkeit, wenn du Feinde besiegst. Ah, da unten bricht sich jetzt die Leben, sehr nice. Cooler, wenn ihr das über dem Kopf hätten, aber so ist auch okay. Schlüssel gefunden. Cool. Eine Kiste in der Kiste. Noch was zu essen. Geld. Weg mit deiner Bombe. Geht das? Na toll. Aber das geht. Oh, da gibt's noch was. Bitte kein Essen. Ah, okay. Kommt auch nicht immer was raus. Runter. Boom. Goldmine 2. Nice, eine Bombe zurück. Ah. Oh. Wie lange hält dieser? Ah ja, nicht lange. Fast keine HP. Einfach was zu essen. Nice. Nimm Feuer. Warum sind die Schleimer so gut? Sind doch sonst immer die Schwächsten. Hey, mein Geld. Ach, Shop. Hätte ich Schlüssel aufbehalten wollen. Steigert die Wurfgröße kurzzeitig. Ach, kurzzeitig ist nicht gut. Schönen Schlüssel verschwendet. Da war's. Kommt da eher selten was raus. Ja,
Ja, noch nach hier oben gucken, bevor wir weiter runter gehen. Schlüssel brauche ich noch. Vielleicht füllen wir ja noch einen hier in dieser Kiste. Weg. Steigert kurzzeitig die Chance auf Crit. Fische Treffer. Na toll, kein Schlüssel. Na gut. Oh. Gold in der Wand. Die Wirkung eines Trankes länger. Spüre die Wirkung eines Trankes länger. Ist nicht schlecht. Aber nee. Das spare ich nochmal. Der Greed. Habe ich einen Schlüssel? Nee. Wo kriege ich den her? Oh nein. Au. Was? Der Aimbot, was soll das? Na gut, dann springt man wohl erst, wenn er schlägt. Und nicht davor. Was ist das hier eigentlich? Ich sammle Gold aus Entfernung auf. Geckos Fuß. Steigert die Effektivität von Essen. Salz. Ja. Jasvia. Hier drüben kommt wahrscheinlich noch einer hin, der Posch Tränke verkauft. Was ist das? Goldsackverbesserung. Verliert weniger Gold beim Tod. Mehr Schaden, weniger Gold verlieren. Ja, verlieren wir weniger Gold. Das ist auch mal cool. Was macht man hier? Mal zu den Minen. So Leute, das war's dann erstmal für die erste Folge. Das Spiel ist ganz cool, das werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Tschüss, bis hoffentlich nächstes Mal.